Hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animation Thrower und Daily Shop News und Combo Masteries mit mir, dem Herrn Gleich und da dem komischen Tiger. Wir sind jetzt hier mal schön an einer tollen kleinen Insel da im Hintergrund. Ich habe ja gleich noch vor dem Video gefragt, darf ich bitte mit? Und er gleich so, nö. So, hier nach wie vor das Mythic Zoidberg Pack. Das war mir. Ja. Aber ich glaube, es wird nicht ganz reichen. Warum nicht? Aber schauen wir mal. Das sind ja noch ein paar Tage. Wir haben ja noch hier 4 Tage übrig. Und dann müssen wir mal schauen. Also jetzt haben wir hier nach wie vor den Mythic Brine in Mamas Altmoja Geheimnis Schatulle. Und hier nach wie vor dieses Mythic Dr. Zoidberg Pack. So, dann gehen wir mal in die Karten rein. Gucken wir mal hier. Hier haben wir immer noch Gingerbread Sketchbox. 5 Tage. Gingerbread Sculptor, Ark, Sketch, Mr. Twilly, oder Twily, Ghost Boy, Eugene Belcher und Lois Griffin. Ja, die Box ist ganz, ganz nice. Aber es ist halt eine Kunstbox, von der halte ich halt persönlich nicht wirklich viel. So, dann sind wir auch schon soweit durch. Dann sind wir nämlich schon bei der Combo Mastery angelangt. Meine Stimme ist auch schon fast weg. Sag mal, bin ich hier? Wer bin ich denn gerade? Ich bin der Tiger jetzt gerade, oder was? Tiger. Ich will nicht ein Tiger sein. Geh mal raus. Du musst rausgehen. So. So. Bist jetzt wieder drin? Nö. So, jetzt ist er wieder drin. Jetzt muss ich auch noch mit reinkommen irgendwie. Und. Ich bin ein Tiger, der alles versammelt, oder? Ah, egal. Also, aber jetzt den Waschbär für dich mit, okay? Man muss jetzt Bewegung nachmachen. So. Also. Ah, jetzt bist du endlich drin. Ja. Ich guck zwar nach vorne und der guckt nach links, aber alles gut. Chill mal. So, dann haben wir hier die erste Kombo. Das ist Quickie Kiss It. Und Quickie Kiss It sieht folgendermaßen aus. Also suchen, wo war noch? Oh Mann, das war das hier. Das Quickie Kiss It. Und ja, Quickie Kiss It hier mit Flugkarten. Ist das nicht toll? Ja, schöne Karten, die man mal irgendwann gesehen hat. Eine Mythic Tina? Ja. Ja. Und das mit einem Roger Spaceship. Geil, oder? Wann gibt's die denn, die Tina? Also, du kriegst gar nichts mehr mit, ne? Ist jetzt seit 2 Wochen oder so, 1,5 Wochen oder was? Ich guck doch nicht in die Mythics rein, ich krieg doch eh nie eine. Ja, ich schon mache aber in der Video. Ey, das zeige ich ihm ja alles neu. Ja. Leute, wenn ihr mehr wissen wollt, als der neben mir da hockt, guckt immer einfach nur meine Videos, dann wisst ihr Bescheid. Macht der ja nicht mehr. Hier, so. Da, dieser Tiggy da. Was? Also, 500 Gems würde ich natürlich nicht für ausgeben. Jetzt kommen wir natürlich zu einer Kombo. Da muss ich sagen, jetzt wird's spannend. Also da bin ich echt gespannt drauf. Bei der nächsten. Du weißt es doch eh schon. Ja, ich weiß es, aber ich weiß nicht, wie krass die Werte dann sind. Lila ist krank. Ich weiß nicht, wie die Werte dann aussehen. Und da bin ich jetzt echt mal mega gespannt. Stressed Out Lila. Mega also zur Erklärung, Stressed Out Lila ist halt wirklich war halt früher schon ein absolutes Monster. Wir gehen jetzt mal auf Max, ne? Wir machen jetzt einfach mal hier Maxed Out. Und das nur mit einer blauen Lila und mit einem Wireless Audio Transmitter. Dann hast du hier schon bereits 19-fach Craze. Ja? 16 Angriff, 19-fach Craze. So, das ist mit einer blauen Lila. Jetzt möchte ich mal wissen, wie schaut das Ganze aus? Ach du Scheiße. Leck mich am... an der Peripherie. So, da hätten wir, wenn das Ganze gemaxt ist, hier 32-fach Craze. Oh mein Gott. Jetzt machen wir natürlich, damit das Ganze ein bisschen realistischer ist. Ja, wir machen jetzt mal hier, dass wir einen von mir aus einen Maxed Wireless. Da die Lila wäre jetzt nicht ganz. Die wäre am Anfang irgendwo noch. Es wären immer noch 27-fach Craze. So. Wenn wir jetzt mal rechnen, ne? Alter Vater. Und da würden wir jetzt mal 10% draufrechnen, dann wären wir bei 30 Grays bei
29 Angriff. Oh, 30 Craze, 29 Angriff. Da wären wir schon nach dem ersten Ding mal 59. Dann in der zweiten Runde 89. In der dritten Runde 119. So, also das Ding ist halt ein Megamonster. Ne? Ich meine, auch wenn die nur Craze hat. Ich meine, ich halte jetzt nicht so viel von Karten, die eigentlich nur Craze haben, aber Stress Tower Lila ist halt wirklich eine Ausnahme. Das ist ziemlich, ziemlich übel. Und da das ist auch so ziemlich der einzige Grund, warum für mich der Wireless Audio Transmitter. Wobei, es gibt auch noch eine. Es gibt noch eine andere Karte, wofür das einen Sinn machen würde. Ne? Das ist hier mit dem Bill. Ne? Gucken wir mal. Bill. Ah, Center Bill ist halt auch mega geil. Ne? Guckt euch das an hier. 16-fach alle heilen. Ja. So, und das jetzt nur bei einfach. Nö, jetzt bin ich schon wieder. Oh Gott, jetzt bin ich schon wieder das. Und das nur bei einfach. Das komische Tier. Ja. So. Also Wireless Audio Transmitter ist schon eine interessante Karte, ne? Muss man echt sagen. Aber es gibt nur wenige Kombos, wo es halt wirklich krank ist. Ne? Also das ist halt wirklich mit dem Bill. Und das ist halt hier mit der Lila. Ja, das ist halt mega mörderisch. Auch hier QTMC Whiskers mit einem Professor Farnsworth. Ja, auch nicht schlecht, ne? So, aber darum geht's ja nicht. Es geht ja nicht um den Wireless Audio Transmitter, sondern es geht ja jetzt hier um die Stressed Out Lina. Und gibt man jetzt 500 Gems für aus? Ich kann's euch nicht sagen. Ich spare meine Gems lieber für andere Sachen. Wenn ich die Gems zur freien Verfügung hätte. Komm, wir gehen bitte sponsert, ne? Und ich hätte den Wireless Audio Transmitter. Sponsert mal bitte den mal gleich 500 Millionen Gems. Dann holt er sich nämlich die Stressed Out Lina 100 Mal. Nein, das würde ich nicht machen. Da würde ich, würd ich mir andere Sachen mit 500 holen. Millionen Gems. Da würde ich mir was anderes holen. Mit 500 Millionen? Da würde ich mir fast nur Bills reinklatschen, ey. Ja. So. Was? Ja. Mit 500 Millionen Gems würde ich alle Boxen 500 Mal aufmachen. Ja, bringt dir ja dann nichts. Du hast ja nur ein begrenztes Deck. Ja, aber solange wie ich. Bis ich dann meine bestimmte Karte maxed out habe. Also Quatsch. So, also, jetzt, insofern 500 Gems würde ich jetzt nicht für ausgeben. Ja. Es sei denn natürlich, ich hätte 500 Millionen Gems, ja. Mhm. So. Die habe ich aber was nicht. Was ist, wenn du 499 Millionen Gems hättest? So, also. So, dann geht's hier weiter. Dann haben wir hier Fast Cars. Oh, und Fast Cars ist ziemlich, 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 ziemlich schrottig. Ja. Gucken wir mal mit der Mythic-Version. Vielleicht lohnt es sich da ja. Aber es ist halt auch wieder mit Autokarten. Und da kommt auch noch eine Mauer raus. Oh, wie schön. Guckt euch das an, Professor Farnsworth. In der Mythic-Version mit Punch, mit Bombe, mit Bodyguard. Golfball Escape mit Leech, mit Craze und rauskommt eine 21er Mauer. Yippie-yay-yay, Schweinebacke, geil. Der Herr Professor Frankfurt ist alleine besser. Ja, genau. Und Golfball Escape prinzipiell auch. Ja, prinzipiell. So, also, Charot. Mal ganz davon abgesehen, dass ich Golfball Escape sowieso nicht im Deck haben möchte. Lohnt sich also nicht. Und dann kommt die nächste Kombo, die auch wieder nicht wirklich. Naja, wenn wir schauen mal bei Mythic Dale. Ich will jetzt auch gar nicht so früh urteilen. Du hast mich schon wieder gekapert. Du zappelst da irgendwie rum. Ich bin jetzt schon wieder der Tiger. Also Leute, ich bin jetzt gerade mal heute der Tiger. Und so. Ich leider der Waschbär. So, und hey, das Geile ist ja, wenn ich der Waschbär bin, kann ich deinen Mund steuern. So, dann gucken wir mal. Hier haben wir jetzt den Dale. Nein, nee, jetzt kannst du komisch. Mit einer Blurns Ball. Und das könnte unter Umständen interessant sein. Also hier hätten wir nämlich 21-fach Punch und 21 Angriff. Das da wären wir schon bei 42. Wenn wir das Ganze jetzt hier um 10% erhöhen, wenn wir bei 23 Punch und 23 Angriff, dann wären wir schon bei 46. Und 46 ist ziemlich, ziemlich guter First. Ja, ich guck nach vorne, ne? Als Waschbär hier gerade. Ich guck nach vorne. Ziemlich guter First Hit. So, und ich gucke hier dir an der Seite, und ich gehe raus. So, ich bin jetzt draußen. Nein, ich bin nicht böse. So. Also, wenn ihr den Mythic Dale haben solltet,
Dann. Und die Blurren Spawn im Deck. Ja, und die vielleicht auch noch gemaxt. Dann macht die Kombo auf jeden Fall Sinn. Dann würde ich jetzt die 1000 Steine nehmen. Und da rein investieren. Ja, also wenn ich das Video So. gefallen hat, würde ich mich selber like und ein Kommentar und ein Daumen nach oben freuen. Like und Daumen nach oben. Bis dann und Ja, Moment, ich will ganz kurz Ende vom Lied. Für diejenigen, die die Gems zur Verfügung haben, Stressed Out Lila ist natürlich eine heiße Combo. Jetzt bin ich schon wieder hier irgendwie. Aber für diejenigen, die den Mythic Dale haben, hier eben den Baseball Dale. hat ja Also gar nichts macht's mit gut. alleine zu tun. 1000 Steine, Ja. 500 Edelsteine. Ja, und die, die den Mythic Dale zur Verfügung haben, die sollen jetzt die 1000 Steine reinstecken. Ja, und die und auch dieses Restaurant niedergang. Nö. Weil die 500 Gems sind überzogen. Okay. Also macht's gut, bis dann und tschüss.